Wie berechnet man die Driftgeschwindigkeit von Elektronen? Ja, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich Elektronen durch einen Leiter hindurch bewegen. Hier an folgendem Beispiel erklärt. Wir haben einen Leiter mit einer kreisförmigen Querschnittsfläche, die einen Durchmesser von einem Millimeter hat. Wir wissen, dass durch diesen Leiter ein Strom mit der Stärke 1,5 Ampere fließt und wir haben eine Ladungsträgerdichte von 8,5 mal 10 hoch 28 Elektronen pro Kubikmeter. Ja, die Ladungsträgerdichte, die gibt einfach an, wie viele frei bewegliche Ladungsträger, in dem Fall Elektronen, wir im Leiter pro Volumeneinheit, in dem Fall pro Kubikmeter haben. Und um aus diesen drei Informationen die Driftgeschwindigkeit herauszufinden, müssen wir folgende Gleichung für die Driftgeschwindigkeit anwenden. Es gilt, dass die Driftgeschwindigkeit, ich nenne sie jetzt einfach mal Vd eines Ladungsträgers, gleich der Stromstärke im Leiter durch der Ladung eines Ladungsträgers mal der Ladungsträgerdichte mal der Querschnittsfläche des Leiters ist. Woher diese Formel kommt, dazu verlinke ich euch ein extra Video, aber ihr müsst die Herleitung für diese Formel in der Regel nicht können. Ihr müsst einfach nur wissen, dass es diese Formel gibt und wo sie steht oder wenn ihr kein Tafelwerk, keine Formelsammlung zur Verfügung habt, die Formel euch einfach auswendig merken. Ja, und die Informationen, die in der Formel notwendig sind, die haben wir eigentlich alle gegeben. Die Stromstärke können wir direkt ablesen. Die Ladung eines frei beweglichen Ladungsträgers ist hier in dem Fall einfach die Elementarladung klein e, denn ein Ladungsträger ist ja ein Elektron. Ladungsträgerdichte haben wir auch gegeben, nur die Querschnittsfläche haben wir nicht direkt gegeben. Aber wir wissen, wir haben eine kreisförmige Querschnittsfläche mit einem Durchmesser von 1 mm. Das heißt, die Querschnittsfläche ist einfach gleich Pi mal Durchmesser halbe zum Quadrat. Und für den Durchmesser würde ich jetzt einfach die Millimeter in Meter umwandeln. Ja, denn wir haben bei der Ladungsträgerdichte das Ganze in Elektronen, also 1 pro Kubikmeter gegeben. Und damit wir Meter und Millimeter miteinander verrechnen können, müssen wir entweder die Meter in Millimeter oder die Millimeter in Meter umrechnen. Und in dem Fall wandle ich einfach die Millimeter in Meter um. Ja, das heißt, es gilt, ist gleich Pi mal Durchmesser halbe, Durchmesser in Meter umgewandelt, mal 0,001 Meter halbe zum Quadrat. Und jetzt können wir das auch einfach für die Querschnittsfläche einsetzen und könnten damit einfach die Driftgeschwindigkeit rausfinden. Sprich, für das I die 1,5 Ampere einsetzen, durch für die Ladung eines Ladungsträgers, Elementarladung, 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb einsetzen, für die Ladungsträgerdichte den Wert mal 8,5 mal 10 hoch 28 pro Kubikmeter einsetzen und jetzt noch für die Querschnittsfläche die Gleichung einsetzen, also mal Querschnittsfläche mal Pi mal 0,001 Meter halbe zum Quadrat. Und wenn wir das Ganze in den Taschenrechner packen, müssen wir auf einen Wert für die Driftgeschwindigkeit von Vd gleich 1,403 mal 10 hoch minus 4 Meter pro Sekunde kommen. Ja, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt, da sind ungefähr 0,14 mm pro Sekunde. Das heißt, entgegen der Annahme, dass Elektronen sehr, sehr schnell sind, bewegen sie sich sehr langsam durch den Leiter. Okay, ich hoffe, ihr konntet dann an diesem Beispiel ein bisschen besser verstehen, wie man die Driftgeschwindigkeit von Elektronen berechnet. Wie gesagt, die Formel dafür, die müsst ihr euch eigentlich nicht herleiten können. Wenn ihr trotzdem sehen wollt, woher sie kommt und wie die Driftgeschwindigkeit mit der Stromdichte zusammenhängt, dann könnt ihr das gerne in dem Video hier auschecken.